habe das Skifahren von meinen Eltern gelernt. Es war schon sehr große Leidenschaft dahinter. Also auch jetzt noch sehr viel Freude beim Skifahren und als kleiner Bub umso mehr natürlich. Ich wollte immer sehr schnell sein. Ich war ein bisschen ein Spätstarter. Die Konkurrenz ist natürlich ja sehr wichtig. Die pusht einen. Und wenn man mit solchen Athleten, wie es meine Teamkollegen jetzt sind, als Gegner hat, dann macht es auch nur stärker. Und ich denke, ich habe sehr viel von meiner Konkurrenz profitieren können. Ja, natürlich ist die Abfahrt für mich schon das Highlight. Ist klar, also die Geschwindigkeit, die Gefahr im Hintergrund. Und das macht es natürlich schon sehr speziell. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt ein Speedfahrer sein darf. Diese Fehler, was ich vorher gemacht habe, wo ich sehr viel verbissen, unbedingt einmal ein Rennen gewinnen wollte, das habe ich nicht einmal gemacht. Ich habe das viel lockerer in die Hand genommen, habe mich auf meine Stärken verlassen und dann ist es wesentlich einfacher vor der Hand gegangen. Ich bin sehr risikofreudig. Ich glaube, ich bin ein sehr guter Skifahrer. Es ist egal, wie gut man fährt oder wie viel man riskiert, man muss einfach schnell sein. Und das ist das Wichtigste und ich hoffe, dass mir das gelingt. Ich habe nie konkrete Ziele. Also ich möchte mich einfach verbessern. Jeden Tag möchte ich das Maximum rausholen, nämlich ich besser werden, ich lockerer werden, ich mental stärker werden, ich skifahrerisch besser werden. Und wenn mir das alles gelingt und die Konkurrenz vielleicht nicht ganz so einen großen Schritt macht wie, dann kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr aufholen und konstanter vorne mitfahren. Sehr wichtig im Sommer zu trainieren. Das ist der Grundstein für eine erfolgreiche Saison, für eine verletzungsfreie Saison. Es fällt mir nicht immer leicht. Es kommt alles im Winter zurück und deswegen ist es jetzt nicht so schlimm, sehr viel und sehr anstrengend zu trainieren. Der Rest, jeder ist ehrgeizig. Die Spitze ist so eng beieinander. Jeder ist ein beinharter Trainierer. Jeder will das Maximum rausholen.